Zu einem informellen Arbeitsgespräch trafen am Dienstag Sozialminister Rudolf Hunsdorfer und Landeshauptmann Herbert Sausgruber im Landhaus zusammen. Neben der allgemein schwierigen wirtschaftlichen Situation war vor allem das Thema Kurzarbeit ein Schwerpunkt des Gesprächs. Wir haben eine schwierige wirtschaftliche Situation. Ich glaube, das brauche ich da nicht wiederholen. Und wir haben natürlich aufgrund der sehr exportorientierten österreichischen Industrielandschaft trifft uns vieles viel härter, als was der österreichische Binnenmarkt getroffen ist. Aber wir werden uns gemeinsam bemühen, das, was bei der Kurzarbeit hier im Land eine gewisse Divergenz ist, nämlich die Frage, wie geht es weiter mit Behaltefristen, gehe ich davon aus, dass, nachdem wir das in 124 Betrieben Österreichs zur Stunde geschafft haben, hier vernünftige Lösungen zu entwickeln, werden wir das auch in den anderen Betrieben schaffen und werden das auch in Vorarlberg über die Bühne bringen, weil es ist eines der wirkungsvollsten Instrumenten vor Arbeitslosigkeit, dass man hier eine gewisse Zeit mit Kurzarbeit überbrückt. Und es ist auch ein sehr, sehr sinnvolles Instrument, denn Kurzarbeit bedeutet, dass Menschen im Betrieb bleiben können, in ihrer sozialen Struktur weiterhin eingebettet sind und nicht das Gefühl haben der Ohnmacht, weil Arbeitslosigkeit ist sehr oft auch damit verbunden, dass man sich irgendwas herausgenommen fühlt, und darum möchte ich persönlich sehr, sehr viel investieren in Kurzarbeit. Der Vorschlag von ÖVP-Klubobmann Karl-Heinz Kopf nach Abschaffung der Behaltefrist bei Kurzarbeit ist für Hunsdorfer momentan keine Alternative. Das ist Angelegenheit der Sozialpartner. Wir haben ja im Gesetz selber haben wir nichts stehen von Behaltefristen, sondern es ist eine Vereinbarung der Sozialpartner. Diese Vereinbarung ist, wie gesagt, in 124 Betrieben getroffen worden und ist dort vernünftig getroffen worden. Und ich gehe davon aus, dass es auch hier weitergehen wird. Und der Klubobmann Karl-Heinz Kopf weiß ja auch aufgrund seiner Sozialpartner-Vergangenheit, wie hier die Spielregeln sind. Und hier, glaube ich, werden wir noch einmal, wir werden sicher eine in sehr rascher Zeit vernünftige Lösungen entwickeln. Wir können nicht ewig zuwarten, weil die wirtschaftliche Situation lässt ja nicht zu, dass man sagt, das Thema interessiert einem nicht, sondern man muss es massiv angehen, und das werden wir tun. Für Landeshauptmann Sausgruber geht es in erster Linie darum, dass möglichst rasch eine Lösung gefunden wird. Ich bin vor allem interessiert, dass wir innerhalb von Tagen eine praktikable Lösung bekommen, die uns den Spielraum lässt, dass wir hier arbeiten können. Auch die Rekordarbeitslosenzahlen im Jänner waren ein Diskussionspunkt, und von Seiten des Sozialministeriums wird die Entwicklung genau beobachtet. Na doch, aber wir investieren in die sogenannte aktive Arbeitsmarktpolitik. Das ist all das, was neben dem Arbeitslosengeld geschieht. Investieren wir österreichweit 1 Milliarde. Diese 1 Milliarde umfasst ein ganzes Paket an Jugendbeschäftigungsmaßnahmen für Lehrlinge, für Höherqualifizierungen. Wir haben speziell auch Frauen- und Technikprogramme, dass mehr Frauen auch technische Berufe umsteigen oder einsteigen. Das heißt, das wird alles jetzt einmal investiert. Sollte es notwendig sein, und bei der Kurzarbeit ist es ja bereits so, dass wir hier mit den vorgesehenen Budgetmitteln nicht auskommen, so wird das weiter finanziert. Und das wird auch dann der Fall sein müssen, wenn uns in der aktiven Arbeitsmarktpolitik alles ausgeht. Wir sind quasi erst im ersten Monat. Wir wissen von den Prognosen her, dass es bei gewissen Programmen schwieriger werden wird, das ganze Jahr durchzufinanzieren. Da werden wir entsprechend vorsorgen.